Was geht ab, Leute? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendeinen 4-Sterne-Helden bekommen, den wir wollen? Ich sag euch, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Fischl bekommen, liegt bei 100% und überraschenderweise, dass wir auch nochmal Barbara bekommen, ebenfalls zu 100%. Bleibt dran. Wie ihr wisst, Leute, steht Update 1.1 vor der Tür und eine massive Mitteilung hat uns erreicht. Und ich bin hier durchgeskippt. Also ich habe hier das mir eigentlich, na okay, mehr oder weniger habe ich mir eigentlich alles im Detail hier durchgelesen. Aber etwas, was sie einfach so by the way erwähnt haben, das fand ich einfach nur, das könnte man ein bisschen mehr vermarkten. Aber gehen wir erstmal zur Aktion, wo sie ein bisschen etwas deutlicher vermarkten. Und zwar andächtiger Gesang. Wir haben ja schon in Update 1.0 eine Copy, beziehungsweise das erste Mal halt Barbara bekommen, kostenlos. Und für Update 1.1 bekommen wir überraschenderweise nochmal eine Barbara. Richtig, richtig cool, finde ich. Also prinzipiell wird es einen Auftrag geben für einen dunklen Schatten. Und dort bekommen wir, wenn wir den absolviert haben, einmal Barbara. Das Ganze können wir erst spielen, wenn wir Abenteuerstufe 18 erreicht haben. Aber ich glaube, der Großteil, gerade diejenigen, die jetzt sich sowieso auf Update 1.1 vorbereitet haben, die haben schon längst dieses Level eigentlich geknackt. Und ja, das Coole hierbei halt natürlich ist, also zum einen, ich weiß nicht, ob wirklich jeder das mittlerweile mitbekommen hat, aber prinzipiell in Gacha-Spielen ist es so, dass wenn man einen Charakter schon mal hat, ist natürlich top, den Charakter will man, cool. Man kann den Charakter spielen. Aber um das Maximum aus dem Charakter rauszuholen, muss man hier und da so ein paar Zahnrädchen beeinflussen. Zum Beispiel jetzt hier die Waffen und Artefakte anpassen, auf denen ein Charakter. Aber es ist auch im Gacha-Spiel so, dass wenn man per Zufall halt nochmal dieselben Charaktere bekommen hat, wäre ja ein bisschen doof, ne? Weil man kann sie ja nur einmal spielen. Aber das ist halt eben nicht der Fall, weil es gibt so etwas, sogenannte Sternenbilder, und die Konstellationen dieser Sternenbilder verstärken dann nochmal die einzelnen Charaktere. Schauen wir uns da mal Barbara an. Ich gehöre zu denen, die Barbara durch den Banner auch an sich bekommen haben. Und durch die Quest alleine habe ich dann auch nochmal eine Kopie von Barbara bekommen. Und insgesamt habe ich dadurch Barbara viermal gehabt, also drei verschiedene Konstellationen von ihr halt bekommen. Das bedeutet, insgesamt habe ich sie einmal bekommen. Und jede weitere Kopie, also Kopie von ihr, hat dann ein Sternbild freigeschaltet. In dem Falle habe ich jetzt also drei weitere freischalten können. Gucken wir uns auch mal gleich diese Sternbilder an. Hier sehen wir, wenn wir eine weitere Barbara haben, das kann halt die meisten von euch betreffen, wenn ihr sozusagen Barbara nur durch das Event von 1.0 bekommen habt und jetzt auch nochmal durch das Event von 1.1 bekommen werdet, dann könnt ihr euch darauf freuen, dass Barbara alle 10 Sekunden lang ein Punkt Elementarenergie herstellt. Und das sorgt natürlich dafür, dass sie halt ihre Spezialfähigkeit öfter einsetzen kann, was wiederum die ganze Truppe heilt. Und gehen wir weiter voran. Also die Sternbilder haben immer ein weiteres Konzept. Die ersten beiden geben euch einen Skill-Bonus oder entweder eine passive Fähigkeit oder die verstärken halt ein paar Aspekte des Charakters. Jetzt hier in dem Falle sehen wir, das verkürzt die Abklingzeit unserer Elementarfähigkeit und erhöht den Hydro-Schaden und die Wirkungsdauer wird ebenfalls erhöht um 15%. Sehen wir jetzt aber das dritte Sternbild hier, Stern von Morgen, da steht Sternbildstufe 3, also erhöht die Stufe der Fähigkeit Glitzerndes Wunder um 3 Punkte. Da steht Höchststufe 15. Was bedeutet das Ganze? Charaktere haben auch Talente und da sehen wir hier, Glitzerndes Wunder steht bei mir Stufe 4. Bei den anderen steht ja Stufe 1. Das liegt daran, dass ich halt das Sternenbild hier von ihr habe. Und der hat dann die Stufe um 3 erhöht. Ich kann die Stufe allerdings auch manuell erhöhen. Sofern mein Charakter aufgestiegen ist, kann ich die Talente hierüber hochstufen. Okay, und wie ihr sehen könnt, es gibt halt Reiter zum Beispiel für den Standardangriff. Dann gibt es halt den für die Elementarfähigkeit, für die Spezialfähigkeit und so weiter und so fort. Und jeder hat dann nochmal eine besondere Fähigkeit. Diese Sachen können wir hier hochstufen. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen, aber schreibt mir in die Kommentare unten rein, ob ihr dafür noch ein Guide braucht, weil der eine oder andere hat mich schon öfters diesbezüglich gefragt. Wenn Bedarf besteht, mache ich eine kurze Einführung in die Talente. Aber nochmal zurück zu dem, was wir bekommen. Wir bekommen Barbara. Wie cool ist das denn? Ich finde es immer cool, dass wir einfach so kostenlos was bekommen. Okay, an der Stelle sei gesagt, es ist natürlich so, die Raten sind sehr, sehr gering. Da gehe ich definitiv mit. Ich werde dazu noch ein Video posten. Ich hoffe, ich schaffe es heute noch. Aber die Mentalität von miHoYo an der Stelle gefällt mir auch nicht 100%. Ich kann das nicht 100% unterstützen.
Ich finde aber dennoch, es erwähnenswert, dass wir auch viel bekommen als Free-to-Play-Spieler. Weil es ist gerade erstmal ein Monat vergangen, dass das Spiel draußen ist. Also, ja, faktisch so ein bisschen weiter über einen Monat halt, ne? Und da haben wir schon einige Charaktere kostenlos bekommen. Und wenn wir mal fair sind, wir können sehr viel von der Karte, wir können eigentlich alles von der Karte erkunden mit unseren kostenlosen Charakteren. Und das ist schon mal ein Aspekt, der sehr gut ist, meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Charakter, den ich euch am Anfang eh schon gespoilert habe. Das Ganze stand aber ein bisschen versteckt hier drin. Und zwar unter den Ankündigungen unter Spiele. Hier steht die Mitteilung zur Aktualisierung von zur Aktualisierung auf Version 1.1. Und wie ihr sehen könnt, kann man hier ellenlang runterscrollen, weil uns erwartet ein Haufen neuer Content. Und ich hoffe, dieser Content ist gerade halt, was der Story-Aspekt ist, der hat es hoffentlich in sich, damit wir ordentlich erstens Erfahrungspunkte sammeln können durch die Story. Natürlich auch Urgesteine wäre super. Aber ich will auch einfach nur ja, mehr Action haben. Ich will das Spiel einfach wirklich so spielen können als eine Art ja, Singleplayer-Game. Aber hier habe ich einfach so mittendrin, ich weiß nicht, warum sie daraus nicht so eine Riesensache gemacht haben. Also ich hätte das unter Aktion Riesengroßheit da reingepackt. Aber hier, wie ihr sehen könnt, einfach mal so am Rande erwähnt. Schließt Pakt der Prinzessin ab, um die Figur Prinzessin der Verurteilung, Fische, zu erhalten. Wie cool ist das denn? Für mich extrem cool, weil ich habe nicht viel Geld ausgegeben für den Banner vor Klee, also für den Venti-Banner. Und da konnte man ja Fische bekommen. Ich muss zugeben, auf eine Art und Weise bereue ich das schon, weil ich brauche gerade einen Support-Charakter, ich will gerade einen Support-Charakter haben und am liebsten auch einen Charakter vom Typ Elektro, weil ich keinen Charakter habe, sehr stark vom Typ Elektro. Ich hatte aber so viel Glück und habe Fische bekommen. Nun, die Sache ist die, hatte ich ja eben gerade erwähnt, ne? Je öfter man, erstmal Jojo Move, je öfter man einen Charakter hat, desto nützlicher ist er. Und gerade bei Support-Charakteren, eigentlich bei allen Charakteren, aber gerade bei Support-Charakteren ist es besonders cool, weil, wenn wir uns das bei Fische mal angucken, wir wissen könnt, Fischels Fähigkeit, warte mal, packe ich das mal erstmal ganz kurz in die Truppe, damit ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, warum ich unbedingt Fischel haben will. Nicht nur haben will, sondern ja, tatsächlich schon main will. Ist prinzipiell eigentlich diese Fähigkeit. Sie beschwört hier aus ihren Raben und der steht hier und greift alles an, was in einem gewissen Umfeld ist. Klar, jetzt bis ans andere Ufer natürlich nicht, aber der greift das alles an. Während wir ihn beschworen haben, können wir uns auch bis zu dreimal insgesamt halt zu uns ranziehen. Das Coolste dabei ist, wenn wir Ost beschworen haben, können wir getrost einfach zu einem anderen Charakter switchen. Der ist immer noch da. Können zurück switchen und ihn an uns ranholen. Und ihr könnt euch vorstellen, gerade in Kombination mit der kleinen Süßen hier, mit Klee, Elektro, Feuer, überladen, coole Reaktion, extrem viel Schaden, macht Spaß, alles explodiert, ich bin glücklich. Und genau aus diesem Grund würde ich sehr, sehr gerne Fischl haben. Und ich habe mir mal ihre Sternkonstellation natürlich angeguckt und siehe da, sie wird einfach noch krasser. Bei einer weiteren Copy, bei mir wird sich dann das hier freischalten und hoffe für euch auch. Oder wenn nicht, werdet ihr erstmal so einfach Fischl haben. Ihr könnt ja sehen, ich bin sehr weit gekommen mit Fischl, ohne eine weitere Copy von ihr. Aber wie ihr sehen könnt, es wird so eine kleine Kugel neben euch erscheinen und die greift zusätzlich zu euren Standardangriffen nochmal den Gegner an. 22% eures Angriffswerts. Ganz cool. Aber das hier finde ich sehr geil. Verursacht bei Anwendung von Schutz der Dunkelheit, und wir sehen ja hier bei den Talenten, von Schutz der Dunkelheit ist unsere Elementarfähigkeit. Da sehen wir, verursacht bei Anwendung, ne? Zusätzlich Schaden in Höhe von 200%. Und vergrößert den Wirkungsbereich um 50%, also der hat noch mehr Range, der Oz. Das ist super geil, also ich will unbedingt irgendwie noch an eine weitere Copy kommen. Das habe ich mir die ganze Zeit sowieso schon gedacht. Und natürlich hoffe ich, dass ich noch eine weitere Copy kriege, dass ich halt das hier freischalten kann. Also diejenigen, die unter euch, die auch Fischl haben, schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein, ob das wirklich so ein krasser Gamechanger ist, wie ich es mir vorstelle. Weil ich kann es mir vorstellen, ich will es mir vorstellen. So, gehen wir mal weiter. Auch hier das gleiche Prinzip, wie ihr sehen könnt. Sobald ihr die dritte Copy habt von dem Charakter, erhöht sich die Fähigkeit um 3 Stufen. So, es ist auch heller. Ob das jetzt besser ist oder nicht, könnt auf jeden Fall meinen unrasierten Bart sehen. So, heller. Und so hell, dass ich jetzt eine Zusammenfassung mache. Also, wir bekommen zum einen Barbara.
was präsentiert wird über eine Aktion. Und wir bekommen durch eine weitere Quest Fische, ohne dass es groß angekündigt worden ist, aber wir bekommen sie. In den Kommentaren habe ich so ein oder zweimal oder hundertmal die Frage bekommen gehabt, wie es wirklich jetzt mit den Bannern sich verhält, also wie die Raids zu betrachten sind, weil da gibt es ein bisschen Verwirrung. Wenn der neue Banner rauskommt, dann werde ich dazu nochmal den Banner an sich präsentieren und da nochmal auf die Raids insbesondere eingehen. Aber bis dahin, ich werde mich an ein anderes Video noch ansetzen. Ich hoffe, ich kann es heute noch raushauen. Ansonsten seid gespannt morgen. Das ist ein bisschen mehr eine Meinungssache, weil was gerade bei miHoYo abgeht, also wir haben so ein paar Sachen mitbekommen, wo sie auf unser Feedback positiv eingegangen sind. Das finde ich definitiv top. Aber einige Sachen sind jetzt gerade am passieren, die nicht so schön sind. Und die will ich dann in diesem Video thematisieren. Bis dahin, bleibt gesund und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hypt euch, wir bekommen 2 Charaktere for free. Wie geil ist das denn? Bis zum nächsten Mal.